Ja, meine Damen und Herren, es gibt etwas zu sagen zum Thema Landesstraßen und Landesstraßenausbauprogramm. Wie Sie ja wissen, hat 2017 die Jamaika-Koalition sich das Ziel gesetzt, die Landesstraßen wieder in einen Top-Zustand zu bringen. 2018 haben wir daraufhin die Landesstrategie zur Entwicklung der Landesstraßen 2019 bis 2030 vorgestellt und dabei auch ein Erhaltungs- und Maßnahmenprogramm für die Jahre bis 2022 und bis 2030 aufgelegt, das es bisher in der Geschichte des Landes Schleswig-Holstein in dieser Dimension nicht gegeben hat. Damals wurde mir, nicht nur von der Finanzministerin, sondern von vielen anderen auch prophezeit, dass wir gar nicht in der Lage wären, jedes Jahr die Rekordsumme von rund 90 Millionen Euro zu investieren. Tatsächlich haben wir im Jahr 2020 115 Millionen Euro in die Landesstraßen investiert und im Jahr 2019 waren es meistens schon 84 Millionen Euro. Wenn wir in diesem Jahr wieder 85 Millionen Euro ausgeben, dann hätten wir eigentlich gerne auch wieder 100 Millionen Euro ausgegeben. Es ist nur so, dass, das haben Sie alle mitbekommen, die Brücke Lindau-Niss die entsprechenden Arbeiten einstellen musste im Sommer. Allein das Delta macht in diesem Jahr ungefähr 12 Millionen Euro aus, die wir durch die Einstellung der Baumaßnahme an der Brücke Lindau-Niss nicht ausgeben können, sonst wären wir bei etwa 100 Millionen Euro auch in diesem Jahr. Wir sind so am Ende des Jahres wahrscheinlich in der Größenordnung bei 85 Millionen Euro. Das positive Zwischenergebnis dieses Erhaltungsprogramms ist, dass wir rund am Ende dieses Jahres rund ein Drittel der 3.500 Kilometer unserer Landesstraßen wieder in einem Top-Zustand waren. Was heißt das? Wir haben es geschafft, in den letzten Jahren rund 400 Kilometer Landstraßen und knapp 200 Kilometer Radwege in einen nahezu neuwertigen Zustand zu versetzen. Trotzdem müssen wir heute in unseren Planungen nachsteuern. Denn entgegen unseren ursprünglichen Erwartungen sind die Schäden an vielen Landesstraßen deutlich größer und im wahrsten Wort sind tiefgehender, als wir es erwartet haben. Diese Erfahrung aus den Arbeiten der letzten Jahre an den Straßen selbst hat uns in den letzten Tagen leider die gutachterliche Zustandserfassung und Zustandsbewertung der Landesstraßen nicht nur bestätigt, sondern, ich sage mal, auch verstärkt deutlich gemacht. So hatten wir erwartet, dass wir in etwa 60% der Sanierungsarbeiten mit einer Deckenerneuerung auskommen würden. Tatsächlich können wir aber nur bei 29% der Maßnahmen uns auf eine reine Deckenerneuerung beschränken. Und das heißt, statt nur bei 14% der Straßen eine tiefergehende Sanierung vornehmen zu müssen, stellen wir fest, dass wir das bei 38% der Landesstraßen tun müssen. Die Folge daraus, dass die Maßnahmen länger dauern, ich begrüße den Teilnehmer, der dazugekommen ist, die Folge daraus ist, dass die Maßnahmen schlicht und ergreifend länger dauern oder anders ausgedrückt, wir schaffen einfach dadurch weniger Kilometer im Jahr. Das heißt, wir haben die Maßnahmen, aber wir schaffen weniger Kilometer im Jahr und es wird teurer. In einer solchen Situation, ich sage jetzt auch mal dreiviertel Jahr vor einer Landtagswahl, sagt so ein Landesminister gerne mal, oh, geht es nicht auch anders, Leute? Können wir nicht einfach oben drüber jetzt weiter einfach Deckschichten sanieren? Das könnte man theoretisch tun, wäre dann allerdings eine kosmetische Maßnahme an den Landesstraßen, die uns in 2 Jahren dann wieder aufplatzen würden, weil sie von der Grundsubstanz her eben keine genügende Tragfähigkeit haben. Ist es also keine Alternative, jetzt einfach zu sagen, nee, wir machen jetzt einfach mal nur Deckensanierung. Und es ist auch keine Alternative, jetzt zu sagen, ja, in den nächsten Jahren machen wir dann einfach mal so statt der bisherigen Maßnahmen, die, was weiß ich, anderthalbfache Zahl von Maßnahmen, Sie alle wissen, wie es um die Baustellensituation dann im Land beschaffen ist und dass wir auch da mal gucken müssen, kriegen wir genügend Ausweichverkehr auf andere Straßen. Das heißt, ganz einfach, wir werden die Gesamtsanierung der Landesstraßen, auch wenn wir im Vollgas bleiben und die 90 Millionen jedes Jahr investieren, nicht bis 2030 hinbekommen, sondern wir werden etwas länger brauchen. Ob das jetzt 2032 oder 2033 oder Mitte der 30er Jahre ist, kommt natürlich in Wahrheit auch davon ab, wie folgende Landesregierungen dabei unterwegs sind. Parallel zu dieser Situation des Schadensbildes an den Straßen, die, das müssen wir jetzt einfach mal sagen, natürlich eine Folge ist,
dass diese Straßen bis 2017 in weiten Teilen schlicht und ergreifend verrottet sind. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Herr Köster, den ich ebenso begrüße wie Herr Konrad, auf der anderen Seite vom Landesbetrieb für den Straßenbahnverkehr, können nachher mal Bilder zeigen, tatsächlich mit Bohrkernen, was wir da an bestimmten Stellen finden, wenn wir das aufmachen. Das ist das Ergebnis einer verrotteten Infrastruktur. Wir wollen aber parallel dazu überhaupt nicht verhehlen, dass wir in diesen Tagen auch spüren, dass wir die eine oder andere Verzögerung aufgrund der Corona-Pandemie feststellen müssen. Auch weil wir mit vielen externen Planungsbüros unterwegs sind und die Arbeiten aus den externen Planungsbüros etwas gelitten haben unter der Tatsache, dass im Homeoffice so mancher Techniker, so mancher Ingenieur und so mancher Statiker eben dann doch nicht die volle Leistungsfähigkeit entwickeln konnte. Wir also schlicht und ergreifend auch von daher durchaus ein bisschen Stau haben. Und ich will auch nicht verhehlen, dass wir beim LBV gut noch zusätzliche Planerinnen und Planer, Architekten, Ingenieure, Landschaftsplaner und weiteres Personal gebrauchen können. Denn wir kommen auch jetzt, nachdem die Autobahn GmbH ausgegliedert worden ist, in eine Situation, wo altersbedingte Abgänge und auch Abgänge in Form von Fluktuation zu anderen Einrichtungen dazu führen, dass wir, man kann es mal rund und rum sagen, 80 zusätzliche Planerinnen und Planer gut gebrauchen. Und der herzliche Aufruf auch hier ist, sich gerne zu bewerben. Zum Glück gelingt es dieses Jahr, nachdem 2017 vereinbarten und 2018 ins Leben gerufenen dualen Studiengang für Ingenieurinnen und Ingenieure, dass wir für den LBV 10 duale Studenten daraus gewinnen können, die dann bei uns auch tatsächlich in die Planung mit einsteigen werden. Alles in allem bedeutet das, die Sanierung der Landesstraßen wird nur gelingen, wenn auch zukünftig die Landesregierung dafür sorgen, dass die entsprechenden Investitionsmittel vorhanden sind, die allerdings in der gegenwärtigen Konstellation vorhanden sind. Wir werden aber länger brauchen und deshalb haben wir jetzt auch zum Ende dieses Jahres den Maßnahmenplan einmal so überarbeitet, dass die Kommunen im Einzelnen auch nachgucken können, wann ist jetzt meine Landesstraße in den nächsten 2 Jahren dran. Welche Maßnahme hat sich irgendwie verschoben und wo wird sie dann abgearbeitet? Ich bin insgesamt immer noch sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, in diesem großen Maße Landesstraßen tatsächlich zu sanieren. Aber die Tatsache, dass der Zustand der Straßen dann doch in einem schwierigeren Zustand ist, als wir das angenommen haben, der lässt sich eben nicht verhehlen. Sie hatten so mal von mir, dass wir die Strategie 19 bis 30 erstellt hatten, mit dem Umsetzungsprogramm 19 bis 22, wollte im Prinzip mal die Aktualisierung, was wir auf die nächste Seite gehen, also in den Blöcken, was haben wir erreicht, wo haben wir die Ergebnisse, wie sprachen das an mit dem Bohrkern, wir haben noch einen Standardbohrkern hier vorne links hingestellt, wie es aussehen soll, wir haben nachher auf den Bildern, wie es tatsächlich aussieht. Das Zeitfenster, wie wir gestartet sind, hatten Sie auch angesprochen, im Oktober 2018 mit der Zielzahl 90 Millionen pro Jahr und eben auch die Radwegesanierung, die mitgefahren worden ist, hier entsprechend in einem Erhaltungsprogramm 19 bis 22 dargestellt. Herr Köster, im nächsten Bild, da konnte man sehen, 2030 wollten wir durch sein, es sollte dann 2031 ein geringerer Betrag erfordert werden, so die Unterlage aus 2018. Wir haben damals das nicht alleine gemacht, sondern wir haben einerseits die Zustandserfassung mit den Büros auf den Weg gebracht. Das sind ja von der Bundesanstalt für Straßenwesen normierte Verfahren, wie der Zustand erfasst wird, aber im Prinzip wird er die Oberfläche erfasst. Wir haben dann mit einem weiteren Gutachter hier versucht, Verhaltensfunktionen abzubilden, wie sich die entsprechenden Fahrbahnbefestigungen über die Zeit verhalten. Und haben da, das hatten Sie ja angesprochen, die Abschätzung gehabt in den Prozenten, was ist Deckenerneuerung, was muss tiefgreifender sein. Im nächsten Part, Herr Küssel, das nächste Bild, haben wir nochmal dargestellt, wo wir geldmäßig gelandet sind. Hier also die von Ihnen angesprochenen 84 Millionen in 19, dann die dazugehörigen 115 in 20 aufergeht, also die 199 und eben die Zielzahl Ende 2021 zu 84. Das war unsere Karte, die wir jetzt mal aktualisiert haben mit dem Umsetzungsstand zum 31.12.2021. Die Karten haben wir auch hier an der Wand hängen, sind aber auch bei uns auf der LBV-Seite abrufbar. Alles gut.
damit Sie diese Unterlagen haben, nur auf DIN A3 ausgedruckt, ist es auch schwer zu lesen. Und daher haben wir sie jetzt nicht als Anlage zu der Presseinformation gemacht. Dann haben wir hier mal dargestellt, wir haben eben weniger Strecke gemacht, aber man kann sich das vielleicht so vorstellen, wir haben weniger Strecke, aber wir haben eben mehr Asphaltvolumen in die Tiefe produziert. Also von daher ist es jetzt nicht so, dass man sagen kann, wir haben nur Preissteigerungen abgefeiert, um die Summen zu haben, sondern wir haben im Prinzip ein größeres Asphaltvolumen bewegt, weil wir eben in den jeweiligen Bereichen deutlich in die Tiefe gehen mussten. Die Deckenerneuerung beziehen sich dann ja auf eine Asphaltschicht im Bereich von 4 cm. Wir haben eben hier Asphaltschichten im Bereich der Deckschicht, aber auch teilweise in Binder- und Tragschichten, sodass wir da auf über 30 cm Asphaltstärken kommen, die wir erneuert haben. Von daher sind wir in der Runde, dass wir die Länge nicht erreicht haben. Wir müssen aber auch sagen, wenn man eine Maßnahme tiefer ausführen muss, man mit einem anderen Zeitfenster und kommen dann entsprechende zeitliche Abhängigkeiten zu anderen Projekten. Und das ist ja ein Punkt von Ihnen, Herr Buchholz, Sie freuen sich für jede Baustelle, haben Sie gesagt, freuen wir uns auch, dass wir teilweise auf den Umleitungsstrecken Schwierigkeiten hatten, den Verkehr abzuwickeln. Von daher konnten auch einige Baumaßnahmen dann zeitlich nicht so umgesetzt werden, wie das vielleicht im ersten Ablauf mal gedacht war, weil sie aufgrund der größeren Schadenssituation zeitaufwendiger zu sanieren waren. Das sind die Prozente, die Sie angesprochen haben, Herr Buchholz, was wir für eine Planeinschätzung hatten. So haben wir die Projekte auf den Weg gebracht. Bei den Ist-Zahlen bin ich hier, also zu gucken, das ist eben ein Rundungsproblem. Wir erreichen nicht ganz 100%, weil wir das eben hier mit 38, 32 und 29 haben. Aber das ist eben die Rundungsversion. Man sieht also ganz klar, dass wir deutlich stärker in die Sanierung des Landesstraßenaufbaus gehen. In der nächsten Folie haben wir hier nochmal die beiden Pfeile, wo es hingeht. Und dann übergebe ich jetzt mal mit den Schreckensmeldungen hier, wie der Zustand der Bohrkerne aussieht. So hatten wir uns die erwarteten Bohrkerne vorgestellt, daneben eben, was man in vielen Bereichen entdeckt. Was macht man dabei? Genau, also letztendlich der angetroffene Zustand auf der rechten Seite des Bildes ist leider kein Einzelfall, sondern durchaus typisch. Wir hatten eben bei 60% der Landesstraßen erwartet, dass wir nur die Decke, das ist bei uns die Deckschicht und die Binderschicht, etwa in einer Stärke von 8 cm sanieren wollten. Tatsächlich macht das ganz wenig Sinn, wenn dann unter keine Substanz mehr ist, die Schichten überhalten kann. Im Ergebnis war eigentlich auf der linken Seite das, was wir vorhatten, und rechts sieht man das, was wir sanieren mussten. Also das ist jetzt nur das Asphaltpaket. Es kam häufig auch noch dazu, dass die Schichten drunter, die ungebundenen Schichten, auch nicht tragfähig waren, sodass wir da bis 70 cm tief die Straßen auskoffern wollten. Geplant hatten wir 8 cm. Das zeigt eigentlich schon die Dimension vom Volumen, was wir bewegt haben bei vielen Maßnahmen, was so in dem Maße nicht eingeplant war. Herr Kastner, können Sie noch einmal zurück mit den Bildern, dass man nochmal den alten sieht für die Kamera? Genau. Das ist in Wahrheit das entscheidende Bild, ja. Die Tatsache, dass man sowas recht oft so antrifft, ist ja schon irgendwie drin, weil man sehr Glück hat, dass die oberen Flächen nicht eingebrochen sind. Wir haben, hat der Minister auch schon angedeutet, die Ergebnisse der Zustandserfassung seit einer Woche vorliegen. Die Gutachter waren deutlich schneller, als wir uns das vorgestellt hatten, weil es woanders ein paar Schwierigkeiten gab. Das kam uns zugute. Deshalb haben wir also auch die Möglichkeit gehabt, die Zustandserfassung aus 2021, die von April bis September diesen Jahres durchgeführt wurde, auch sofort mit auszuwerten. Und Sie sehen eigentlich an den grauen Säulen immer rechts neben dem Balken dargestellt, das, was wir uns eigentlich so als Ziel mit der Landesstraßenstrategie gesetzt hatten. Da kann man einfach erkennen, wir haben weniger Kilometer saniert, also auch bei der besten Zustandsrunde natürlich nicht bei dem Zielwert angekommen.
Aber was uns besonders Sorgen macht, ist, diese Sanierung, die wir durchgeführt haben, findet man auf der schlechten Seite nicht wieder. Wir haben das Ganze dann versucht zu analysieren. Das sieht man sehr schön in diesem Bild. Links die Verteilung quasi der Noten der Straßensubstanz im Jahr 2017, rechts 2021 und dazwischen die Wanderungsbewegungen zwischen den einzelnen Klassen. Und man kann sehen, wir haben durchaus die Sanierungsleistung, die finden wir im Zustand wieder, die wir auf die Straße gebracht haben. Man findet auch kleinere bauliche Instandsetzungen, die der Straßenbetriebsdienst gemacht hat, um die Betriebssicherheit der Straßen zu ermöglichen, weiterhin auf die nächsten Jahre. Aber man sieht eben in vielen Bereichen deutliche Verschlechterungen. Besonders Sorgen macht uns die Verschlechterung von der sehr guten Klasse in die gute Klasse. Das sind im Grunde die Deckenerneuerungen, die wir ohne die tiefergreifenden Sanierungen im Zeitfenster von 2013 bis 2017 durchgeführt haben, die also sehr schnell vom Zustand die Qualität verloren haben. Der Landesrechnungshof hatte das auch angemahnt, dass wir da doch das Geld sinnvoll einsetzen, indem wir tatsächlich die Schadenstiefen immer sanieren. Das zeigt eigentlich diese Grafik, dass der Geldmangel, den wir eigentlich in der letzten Legislaturperiode noch hatten, wo wir bei den Maßnahmen an Geld eingespart haben, dass sich das auf keinen Fall ausgezahlt hat. Erstreckt sich aber auch die Verschlechterung in den anderen Klassen, in die schlechte Kategorie. Wenn Sie ganz unten die Verschlechterung sehen, erklärt das, warum wir weiterhin bei 27% schlechter Straßen sind, weil eben von den noch ausreichenden Straßen mittlerweile doch ein ganz großer Teil in der schlechten Kategorie angekommen ist. Das zeigt, es ist höchste Handlungsnotwendigkeit, damit wir langfristig überhaupt unser Straßennetz noch nutzen können. Wenn ich das mal zusammenfasse, kann man eigentlich eindeutig feststellen, dass die Fahrbahnsanierung, die wir seit 2018 durchgeführt haben, ihre Wirkung voll erfüllt haben, aber die Zustandsverschlechterungen deutlich ausgeprägter sind, als nach dem Stand der Wissenschaft zu erwarten war. Bei den durchgeführten oberflächennahen Sanierungen 2014 bis 2017 haben wir die Schäden in den tieferen Schichten zwar behandelt, aber diese Behandlung der Schäden hat eben nicht ausgereicht, sondern die Qualität der Asphalttragschichten ist eben so, dass wir dort den Austausch dieser Schichten vornehmen müssen, damit wir also für die Zukunft dort nicht Altlasten hinterlassen. Zum Abbau des Erhaltungsstaus ist also deshalb unbedingt erforderlich, auch die Schadensursache in den tiefen Schichten zu beseitigen. Das hat natürlich zur Folge, dass man entweder, wie der Minister gesagt hat, mehr Geld braucht. Mehr Geld braucht auch mehr Personal und mehr Ressourcen in der Bauwirtschaft. Das ist zurzeit schwierig, weil wir doch feststellen, dass wir in allen Bereichen an der, ich sag mal, Decke der Kapazitäten arbeiten. Insofern ist eigentlich die einzige Alternative, die wir haben, das Programm ein wenig zu strecken in der Realisierung. Das heißt also, wir werden das Ziel, diesen Erhaltungsstau, den wir festgestellt haben, abzubauen, irgendwo in Abhängigkeit der Finanzen in den nächsten Legislaturperioden in den 2030er Jahren erreichen können. Und das auch nur, wenn wir mit beiden Füßen Gas geben. Wenn wir weitergehend, ich sag mal Vollgas geben. Genau. Zeitliche Auswirkungen, wir arbeiten natürlich weiterhin mit Hochdruck an der Umsetzung aller Maßnahmen. Also wir haben alle Kapazitäten, die wir irgendwie zusammenkratzen können im LBVSH, setzen wir ein, gerade das Landesstraßenprogramm nach vorne zu bringen. Hemmnisse sind der Fachkräftemangel, Rohstofflieferengpässe, Kapazitätsengpässe, aber ich glaube, das, was machbar ist, versuchen wir, damit wir also nicht Zeit verlieren und sich eben die Schäden weiter ausweiten, wie wir es ja schon festgestellt haben. Also es ist sehr wichtig, dass wir also rechtzeitig sanieren. Das erkennen wir aus diesen ganzen Beobachtungen. Es hilft nichts abzuwarten, sondern man muss schon bei der Stange bleiben.
Insofern ist der weitere Zeitplan stark abhängig vom notwendigen Sanierungsumfang der einzelnen Maßnahmen. Wenn Sie in den Anlagen, die Sie in den Presseunterlagen erhalten, dort Jahresscheiben sehen, ist das jetzt unser grober Zeitplan. Wir haben bei vielen Maßnahmen eben noch nicht die Detailanalyse durchgeführt, was ist tatsächlich die Qualität der Schichten oben, die kennen wir noch vom optischen, aber in den tieferen Schichten. Wie tief müssen wir dort sanieren? Das sind weiterhin Abschätzungen des Sanierungsumfangs und aufgrund der Hygieneeinschränkungen, die wir in den letzten Monaten haben, haben wir auch noch nicht so intensiv mit den Kommunen austauschen können, um abzuklären, haben die noch eigene kommunale Planung, die mit unseren Baumaßnahmen noch zu koordinieren sind. Insofern ist das Ganze, was wir zeitlich erstmal darstellen, ein Grobkonzept, was auch, ich sag mal so, von den Kapazitäten umsetzbar ist. Wenn wir was schneller schaffen, werden wir natürlich versuchen, es schneller zu schaffen. Wenn es zusätzliche Probleme bei einer Maßnahme gibt, ist nicht ausgeschlossen, dass sich die dann angegebene Zeit sich nach hinten nochmal verschieben muss. Das Ganze haben wir hier auch nochmal auf einer Karte dargestellt, wo man die einzelnen Jahresscheiben erkennen kann. Man kann eigentlich hier optisch erkennen, dass eben die Programme 22, 23, 24, 25 so von den Farben ein bisschen ausgeglichen sind. Man sieht aber auch, dass sich in manchen Regionen, etwa in Angeln, die Maßnahmen sehr doll ballen. Da muss ich natürlich auch gleichzeitig sicherstellen, dass wir die Erreichbarkeit in der Region sicherstellen, sodass wir nicht alle Maßnahmen gleichzeitig sanieren können. Sodass allein aus dieser Fragestellung Erreichbarkeit innerhalb der Region die Maßnahmen entsprechend zu takten sind und wir nicht alles auf einmal machen können, weil sonst legen wir dort für ein Jahr den halben Kreis Schleswig-Holstein lahm. Das kann auch nicht Sinn des Erhaltungsprogramms sein. Insofern müssen wir also aus diesem Ding im Baustellenmanagement auch, jeweils dort vor Ort nachsteuern, wie man diese Maßnahmen dann vernünftig eintaktet. Wie geht es weiter? Unabhängig von den heutigen Ergebnissen wollen wir in den nächsten Monaten das, was wir bisher festgestellt haben, nochmal intensiver beleuchten, damit wir also dann für die Zukunft in Sachen Prognose noch etwas genauer werden. Insofern haben wir heute auch noch keine Zahl, der Erhaltungsstau hat einen Wert von X, sondern das wollen wir dann mal gutachterlich sauber bewerten lassen, bevor wir irgendwo aus dem Bauch heraus Zahlen schießen. Genauso die Prognose der Zustandsentwicklung werden wir sicherlich nochmal nachschärfen müssen, damit wir eben dann auch weitere Handlungsbedarfe, vielleicht auch Intensivierungsbedarfe, oder wie können wir zeitlich vorgehen, wie müssen wir Prioritäten setzen, dann für die kommenden Erhaltungsprogramme besser definieren können. Der Vorteil ist, wir haben 2018, nachdem wir zwar mit Handwerkszeug selbst mal in 2014 eine eigene Prognose gestartet haben, uns in 2018 gutachterlich unterstützen lassen. Das war also ein Erstlingswerk, was auf wissenschaftlicher Basis dann gerade diese Zustandsfunktion bewertet hat. Mit den Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, können wir natürlich das Modell auch besser kalibrieren, dass die Prognose dann in die Zukunft auch etwas genauer funktioniert. Das Fazit hatte der Minister auch schon gesagt, also entweder muss man die Erhaltungsinvestitionen steigern oder man erreicht das Ziel etwas später. Welche Möglichkeiten da, welche Handlungsspielräume sich ergeben werden, werden wir irgendwo im Laufe des nächsten Jahres dann auf Basis der neuen EMS-Rechnungen bekommen. Insofern wären wir jetzt mit der Präsentation der Fakten durch. Die Präsentation, aber auch Listen und Unterlagen haben wir
haben wir online gestellt, finden Sie unter diesem Link, der jetzt gerade. Ich mache ja auch so gerne Milchmädchenrechnungen. Herr Buchholz, Sie haben ja gesagt, dass es auf jeden Fall ein paar Jahre länger dauern wird. Wenn Sie jetzt 90 Millionen Euro pro Jahr ausgeben, kann man dann davon ausgehen, dass wenn es 32 fertig wird, dass wir dann bei 180 sind und so weiter und so fort, bei 3, bei 270. Oder wie muss man sich das vorstellen? Bleiben wir in so einem dreistelligen Millionenbetrag? Wir bleiben auf der Größenordnung, also erstmal muss man vom Budget her sagen, wir haben jetzt für die nächsten Jahre die 90 Millionen fix gesetzt als die Annahme, die wir da haben. Und jetzt ist durch die Pandemie das Geld im Landeshaus auch nicht mehr geworden. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Nur wir brauchen die Verstetigung dieser Mittel, um da wirklich weiterzukommen. Ich sage jetzt mal, es ist nicht nur eine Frage des Geldes. Herr Köster hat das ja gerade eben auch gesagt. In so einem Kreis wie in Angeln, da kannst du jetzt nicht irgendwann die drei Maßnahmen alle parallel nebeneinander machen. Wir haben schon in den letzten Jahren gesehen, dass die Belastung durch das Baustellenthema ja nicht ganz klein ist in diesem Land. Und wir sanieren ja nicht nur die Landesstraßen. Wenn wir auf der A1 unterwegs sind, wie jetzt etwa da zwischen Pansdorf und Rathekau oder Sireds da oben, parallel dazu muss man ja gucken, welche Auswirkungen hat eine solche Maßnahme an einer Autobahn, welche Auswirkungen hat sie auf eine Bundesstraßenmaßnahme, die kommen ja alle im Lande noch dazu. Und dann hast du Landesstraßen, die daneben liegen, wenn du die auch noch parallel sanierst, dann hast du echt ein Koordinierungsproblem, weil niemand mehr durchkommt. Dieses Jahr bei der A1, ne, die L309, direkt um die Ecke, dass wir die anfassen mussten, war klar. Trotzdem schreien alle auf, um Gottes Willen, ihr macht die Autobahn, ihr macht parallel dazu die Landesstraße und die B76 durch Timmendorfer Strand, dann macht ihr parallel die Brücke. Das ist dann schon, da fängt Chaos schon so ein bisschen an in einer bestimmten Region, die auch touristisch nicht ganz klein oder so ist. Das heißt, wir kommen da an Grenzen, auch gleichzeitig was zu machen. Deshalb geht es gar nicht anders, als zu sagen, wir müssen ein Stückchen verstetigen und länger machen und ein bisschen natürlich darauf hoffen, dass das, was wir jetzt tun, in der grundhaften Sanierung, in dem Zustandserhalt deutlich länger hält, als das, was wir teilweise besichtigen, wenn wir gute oder sehr gute Zustände nach 2 oder 3 Jahren besichtigen. Und diese Hoffnung haben wir, weil wir das jetzt grundhaft machen. Zufrieden. Trotzdem nochmal die Nachfrage, bleiben wir bei so einem dreistelligen Millionenbetrag, was die Mehrkosten angeht? Was die Mehrkosten angeht? Ja, das wird mit Sicherheit ein dreistelliger Millionenbetrag sein. Das ist bildhörbar. Klar, weil allein die Tatsache, dass Sie nach hinten raum mehrere Jahre brauchen, sagt Ihnen ja, also wenn Sie 3 Jahre länger brauchen und jedes Jahr, ich sag mal so 90 Millionen, dann sind Sie bei 270 Millionen. Also das ist, wie gesagt, das Mädchen mit der Milchkanne, aber da komme ich auch hin. Ja, Größenordnung, in dieser Größenordnung ein, ich sag mal, kleiner bis mittlerer dreistelliger Millionenbetrag, den es teurer wird. Wobei, ich sage jetzt auch mal, das Learning aus der Vergangenheit ist eigentlich die Sanierung der Infrastruktur permanent fortzubetreuen. Also, und nicht wieder runterzufahren und dann zu erleben, dass das andere einem noch stärker verrottet. Also mein Appell kann ja nur für die Zukunft sein, auf jeden Fall weitermachen so und in dieser Art und Weise stärker und größer kann man ja einsteigen. Aber ja, dreistelliger Millionenbetrag wird es hinten raus sein. Sie sagen, dass wenn man jetzt grundlegender saniert, dass das dann nicht mehr vorkommt. Aber jetzt sind ja verschiedene Straßen, wo auch nur die Decken erneuert worden sind. Ist nicht zu befürchten, dass dieser Trend, diese Kurve, die Herr Köster gezeigt hat, wo einfach die guten, die sehr guten Straßen in die guten abdriften und auch die schlechten in die sehr schlechten, dass dieser Trend sich zumindest noch ein paar Jahre fortsetzt, weil die Fehler der Vergangenheit erst jetzt durchschlagen. Sie sehen ja an den Beispielen, die wir da auch gezeigt haben, dass wir eben uns diese Straßen jetzt sehr grundsätzlich angucken, ja. Und dann eben auch gucken mit Bohrkernen, wie weit geht das runter, wie weit ist die Substanz in Ordnung, wie weit finden wir solche Aufbauten von Straßen überhaupt noch wieder, auf die man tatsächlich tragfähig noch Deckschichten oben aufbringen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, muss die Straße ja gut noch angefasst werden. Und dies bis runter, auch das hat Herr Köster gerade gesagt, notfalls auch bis in die ganz anderen Schichten nach unten, notfalls bis in die Region um 70 Zentimeter. Weil alles andere, Müller, keinen Sinn hat. Denn da bauen wir oben drauf irgendwo was, was dann hinterher durchdiffundiert. Und deshalb, das mache ich jedenfalls nicht, dass man so eine kosmetischen Reparaturen macht, die anschließend dazu führen, dass Steuergeld in Wahrheit verschwendet wird. Also insoweit, da muss man ja sagen, hat der Landesrechnungshof an vielen Stellen nicht so ganz Unrecht gehabt, als er gesagt hat, Leute, guckt euch das an und macht es dann lieber so, wie sie gesagt haben.
Das ist eine zweischneidige Sache. Es hilft uns natürlich nicht, wenn wir alle 3570 Kilometer Landesstraßen, die wir im Land haben, jetzt in 5 Jahren sanieren, grundhaft sanieren würden. Dann haben wir 25 Jahre Ruhe und die nächste Generation hat wieder ein Problem. Insofern ist es schon wichtig, dass wir weiter bei dem gestuften Verfahren bleiben, das sanieren, was tatsächlich erforderlich ist zu sanieren, aber eben uns eben die Straßen vorher genau angucken, was ist tatsächlich die Schadensursache, dass wir die mit beseitigen. Das ist einfach so die Erfahrung, die wir gesammelt haben. Und es bleibt bei der Zielsetzung, die es ja früher im Lande nicht gab. Bis 2018, muss man sagen, gab es Mittel und dann wurde saniert. Es gibt eine Zielsetzung, in einer bestimmten Größenordnung in den Zustand gut bis sehr gut zu kommen. Wenn ich 70-80% der Straßen im Bereich gut bis sehr gut habe, und das ist das Ziel der Strategie, und dann kontinuiere ich daran weiter fortsetze, dann habe ich es ehrlich gesagt, dann habe ich einen guten Grundlauf, und dann kann ich auch möglicherweise mit weniger Geld auskommen. Bis dahin ist aber ein weiter Weg.